Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei uns. Heute möchte ich euch wieder ein Update präsentieren, mittlerweile das 6. Update bei uns. Heute stelle ich euch nur 2 Comics vor, dafür ein umso größeres. Das erste ist nämlich Marvel Zombies Collection. Insgesamt hat das über 280 Seiten, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Auf dem Frontcover sehen wir die bekanntesten Marvel-Helden alle in Zombies. Und hier unten lesen wir schon einen Namen, ich halte es ein bisschen besser an der Kamera, Robert Kirkman. Ja, richtig, das ist der Mann von The Walking Dead. Und wenn der Zombies und Marvel sich verbinden, kann da eigentlich nur sehr, sehr Gutes bei rauskommen. Ja, zu Zombies brauche ich nicht viel sagen. Hier die ganzen Superhelden, wie gesagt, alle auf Zombies getrennt und haben großen Blutdurst. Sehen wir auf dem Frontcover, sehr schön auch gemacht, auch hier so oben ein bisschen abgewandelt, die Schrift, sehr, sehr schönes Motiv, sehr, sehr schönes Cover. Und auf der Rückseite sehen wir nochmal einen Zombie, wirklich in The Walking Dead Stil gemacht. Hier oben steht ja nochmal drüber, Marvel Zombie Horror von Robert The Walking Dead Kirkman. Und hier nochmal der große Hinweis, über 280 Seiten. Der ganze Sammelband enthält die US-Miniserien Marvel Zombies 1 und Marvel Zombies 2 sowie den One-Shot Marvel Zombies Dead Days. Also wirklich, sehr, sehr umfangreich. Nochmal neu rausgebracht für 25 Euro von Panini Comics. Sehr schön, kann man sich auf jeden Fall nur jeden ans Herz legen. Jetzt klappe ich nochmal ein bisschen auf und damit ihr ein bisschen die Zeichnung seht, hier vorne wieder richtig, richtig gute Zeichnung gemacht. Unabhängig jetzt vom Comic, aber der Einstieg so ein bisschen, ja, sehen richtig gut aus, gefallen mir richtig gut. Und hier sehen wir auch schon den, blendet jetzt ein bisschen im Licht, aber ich denke, man kann es trotzdem ganz gut erkennen. Die ersten Comic-Seiten, wieder natürlich optimale Zeichnung von Marvel, da brauchen wir uns gar nicht mehr drüber unterhalten. Was ich noch ganz toll fand, war hinten die, ja, die jeweiligen Coverbilder, richtig schön. Also diese Zeichnung gefallen mir so stark, da möchte ich am liebsten herausreißen und das an die Wand hängen. Natürlich mache ich das nicht, aber die sind wirklich sehr, sehr gut gelungen. Jetzt blätter ich mal nicht so weit. Auf jeden Fall allein diese Zeichnung da hinten von den einzelnen Comics sind sehr, 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 sehr schön gelungen. Und dieses ganze Werk, ich kann es mal hinfassen und hier meinen Finger gegenhalten, umfasst wirklich, es ist ein richtig dicker Band. Den kann man nicht einfach mal so zwischendurch lesen. Das ist wirklich ein Meisterkunstwerk, möchte ich mal so behaupten. Marvel Zombies Collection kann ich jedem nur ans Herz legen. Bestellt es. Ich habe unten bei Amazon, in die Infobox nochmal den Amazon-Link gepackt. Dort könnt ihr es direkt bestellen. Unser nächstes Comic, Secret Service von Mark Miller und Dave Gibbons. Von vorne sehen wir einen Agenten mit Pistole und so ein paar Szenen aus dem Comic. Ganz groß die Schrift. Und hinten sehen wir nochmal ein Feuergefecht mit dem Klapptext Mark Miller, Kick-Ass, Dave Gibbons, Watchmen. Wenn ich die Namen schon lese, stehen hier unten nochmal im Text drin, ja, ganz schwer zu erkennen. Aber wenn man diese Namen liest, dann erwartet man ein hochwertiges Comic auf jeden Fall. Und das Comic kenne ich an sich noch nicht, obwohl schon einige Bände entschieden sind. Abseits dieser Story auf jeden Fall, Gary ist auf jeden Fall ein jugendlicher Loser und sein Onkel Jack nimmt ihn auf. Keiner weiß, dass Onkel Jack eigentlich ein Geheimagent ist und Gary soll auf jeden Fall in seine Fußstapfen treten. Und so ist es eine ganz tolle Geschichte oder soll zumindest eine ganz tolle Geschichte über Familie, Spionage und Superschurken sein. Bin schon ziemlich gespannt drauf. Und ich möchte euch natürlich auch nicht hier die Comic-Seiten vorenthalten. Hier sind schon einige andere Bänder, die aber nichts unbedingt. Nein, wie gesagt, ich habe mich noch nicht ganz groß über das informiert. Ich habe mir einfach den Klapptext durchgelesen, habe die großartigen Namen gelesen und wollte einfach mal jungfräulich drauf loslesen. Darum kann ich euch gar nicht viel darüber erzählen, inhaltlich. Hier ist so ein bisschen die Vorgeschichte und hier beginnt Kapitel 1.
Und hier sehen wir auch schon, ist schon recht brutal gehalten und geht auch actionreich gleich los. Zeichnung sehr groß und auch wieder sehr gut gemacht. Gefallen mir richtig gut, schön reell. Und wie gesagt, hier gibt es ordentlich Krabum schon auf den ersten Seiten. Und das, wenn man hier so den Kopf abfliegen sieht, gar nicht mal schonungslos, sondern hier geht es gleich richtig zur Sache. Ist also nicht unbedingt was für Kinder, das Comic, eher was für Erwachsene auf den ersten Blick. Oder auch hier die Brutalität in der Familie wird hier bestimmt dargestellt. Sehr, sehr schön gemacht. Secret Service, sehr schönes Comic. Ich kann es auch nochmal von halten, so wie dick das ungefähr ist. Liegt gut in der Hand, schön groß. Macht sich auf jeden Fall sehr, sehr gut in der Sammlung. Optisch schon sehr, sehr ansprechend. Innerlich kommt die Review natürlich wieder auf die Homepage. Dort könnt ihr gerne raufklicken. Dort werden wir die Review online stellen. So, jetzt verbleibt mir nur zu sagen, abonniert uns, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.